Nachdem Nils und ich die Gruppe verlassen haben, sind wir über den Lakir-Pass gegangen und in das Manaslu-Tal hinübergekommen. Auf dem Weg dorthin haben wir überall mitverfolgen können, wie neue Lodges und Hotels entstanden sind. Die neuen Gasthäuser und Lodges sind sicherlich die große Hoffnung für die Einheimischen. Es ist ganz eindeutig, dass die Einheimischen auf Tourismus setzen. Nach zwei sehr harten Tagen haben wir dann im Manaslu-Tal die österreichische Clear Skies-Expedition getroffen. Mit den Österreichern brechen wir gemeinsam auf zum Manaslu. Am 14.09. haben wir das Basecamp erreicht. Wir haben auf 4930 Metern einen der höchsten Lagerplätze im Basecamp. Wir liegen abgelegen auf einer Seitenmoräne und genießen den Blick über einen Gletscher hinauf direkt zum Gipfelmassiv. Heute haben wir eine Puja, also ein buddhistisches Fest, zur Segnung unserer Expedition und zur Gutstimmung der Götter für die Besteigung des Manaslu gefeiert. Dazu kam ein Lama aus dem Tal hinauf zu uns ins Basislager. Ich werde morgen zusammen mit den österreichischen Bergsteigern zu Camp 1 aufbrechen. Von dort werde ich sehen, wie die Routenverhältnisse zu Camp 2 sind. Wenn alles gut geht, werde ich am Tag darauf dorthin aufsteigen, um wieder abzusteigen und die Nacht erneut im Camp 1 zu verbringen.